Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Philosophie in Dialog. Und zwar heute zu dem Thema Widerfahrenes. Ein Wort bzw. Begriff, der vielleicht ein klein wenig stutzig macht, weil er nicht mehr so im Alltagssprechen enthalten und gebräuchlich ist. Aber wir kommen eben also schnell auf die Spur, wenn wir gewisse Nachbarbegriffe in den Augenschein nehmen, wie zum Beispiel Widersprechen oder Widerstand. Da haben wir also auch dieses Wider drin und Widerfahrenes, uns widerfährt etwas. In diese Richtung geht es. Man kann natürlich gleich fragen, warum denn überhaupt dieses Thema? Und ich denke, oder so ging es mir, dass eben gerade in der heutigen Zeit, wo also zum Beispiel Naturwissenschaften und deren Kooperation mit der Technik, insbesondere die modernen technischen Entwicklungen, immer mehr in Bezug auf das dem Menschen Machbare abheben, also sagen wir mal ein Aktivismus oder eben vielleicht sogar Aktionismus, während eben auf der anderen Seite das, was dem Menschen eben widerfährt, beispielsweise indem er etwas macht, also immer weiter aus den Augen rückt. Wir haben natürlich jetzt vor kurzem die Erfahrung mit Corona gemacht. Ja, das kann man natürlich auch als eine Widerfahrnis beschreiben. Und wir wollen heute mal ein klein wenig diesem Begriff nachgehen, eine gewisse erste Orientierung. Also, wenn wir von Widerfahrnis sprechen, dann geht es um, sag mal, auf der grammatischen Ebene um den Unterschied zwischen aktiv und passiv. Also aktiv zum Beispiel, ich singe, ich spiele. Das hat also, sagen wir mal, ganz überwiegend mit Handeln zu tun, mit einer gewissen Eigenmächtigkeit, wo also in unserem Fall der Mensch eben etwas anstößt, in Bewegung setzt, während eben das Passiv meint, dass von diesen Aktivitäten her etwas betroffen wird, also etwas erleidet. Ja? Das kann dann eben dieses Erleiden von anderen Menschen herkommen oder von anderen Lebewesen oder eben auch, wenn sozusagen jede Absichtlichkeit und so weiter auszuschließen ist, nimmt man dann beispielsweise einen Begriff wie Schicksal. Das heißt, das Schicksal hat zugeschlagen. Also, sag mal, Schicksal im Sinne von eben, es geschieht uns etwas, als ob es geschickt worden wäre, uns geschickt worden. So kann man mal erst einmal ganz locker eben den Begriff des Schicksals vielleicht annehmen. Ja, man kann nun sagen, dass, sagen wir mal, dieser Begriff der Widerfahrnis in einem größeren Raum gewissermaßen Fuß fasst. Dieser größere Raum, ich nenne den mal den Generalnenner, da werden vielleicht Begriffe heranzuziehen von eben Geschehnissen, irgendetwas geschieht oder auch eben Ereignissen oder es gibt eben Vorgänge. Ja, wir bewegen uns also, sag mal, in der, wie soll man das mal nennen, veränderlichen Welt, mal ganz allgemein. Ja. Und Widerfahrnisse wäre dann eben etwas, was uns widerfährt, so sagen wir mal, was uns geschieht. Ja. Das heißt aber nicht von vornherein, dass eben alles, was eben überhaupt in der Welt geschieht, also beispielsweise einfach geschieht oder sich ereignet oder vorgeht, von uns erlitten wird oder eben uns widerfährt. Es können natürlich viele Dinge geschehen in der Welt, von denen wir überhaupt nichts mitbekommen. Zum Beispiel irgendwo am Amazonas, da fällt ein Regentröpfchen. Ja, das muss nicht heißen, dass irgendein Mensch da irgendwas mitbekommt. Oder zum Beispiel in der Antarktis, ja, da bricht ein Eisberg auseinander oder ein Stück von einem Eisberg ab, heißt ja auch nicht. Ja, also es gibt viele Geschehnisse in der Welt, von denen wir, die für uns überhaupt gar keine Widerfahrnisse sind. Ja, jetzt gucken wir mal auf dieser Spur weiter, was für uns keine Widerfahrnisse sind. Ja, also mit weitem Blick muss man natürlich auch die verschiedenen Zeitdimensionen mit ins Auge fassen. Das heißt,
wir leben ja nicht nur im Präsens, sondern für uns gibt es ja auch eine Vergangenheit. Ja, und da wird man sagen, also vieles in der Vergangenheit, ja, war natürlich ein Geschehen, es hat sich ereignet, das also für uns heute überhaupt gar kein Widerfahrenes ist. Ja, Sie wissen ja, der Hannibal, der hat die Alpen überquert. Okay, das ist noch ein Widerfahrenes, in dem uns eben diese Geschichte in der Geschichtswissenschaft oder in der Kriegskunst oder irgendwo erzählt wird. Aber als Beispiel dafür, dass es natürlich viele Dinge gab, die eben vielleicht ist ein Elefant gestolpert auf seiner Tour. Ja, das war ganz bestimmt ein Ereignis, aber für uns, wir kennen diese Elefanten nicht namentlich, die da mitgezogen sind, vermute ich mal. Also das heißt nicht, dass eben Widerfahrnisse sozusagen oder alles, was geschieht, eben Widerfahrnisse für mich sein müssen. Ja, aber auch im aktuellen Präsens, ja, da kann man ja denken, dass also irgendetwas, so geht es mir häufig im Internet, sag mal, gepostet wird, ja, vielleicht sogar über mich, was ich überhaupt gar nicht mitbekomme. Also ist es für mich erst einmal überhaupt gar kein Widerfahrnis. Es kann natürlich zu einem Widerfahrnis werden, wenn irgendjemand irgendeine Beschuldigung über mich liest und dann zum Beispiel Kontakte aufnimmt. Ja? Also, wir hatten jetzt die Perspektive sozusagen, jeder von uns und Geschehnisse und darin dann eben, was Widerfahrnisse sind, erstmal im Allgemeinen und zwar im Unterschied eben von Geschehnissen überhaupt. Jetzt haben wir also diese quasi subjektive Perspektive gehabt, die kann man aber auch noch ausweiten, indem man sagt, ja, vielleicht gibt es ja auch Widerfahrnisse, die alle Menschen betreffen und zwar nicht rein zufällig, sondern eben notwendigerweise. Ja, eine solche notwendige Weise, müsste man wahrscheinlich sagen, zum Beispiel ist es allen Menschen widerfahren, ob in der Vergangenheit oder eben auch im Präsens, dass sie geboren worden sind. Sonst wird man ja nicht von ihnen als Menschen sprechen. Ich meine jetzt konkret vorstellbare Menschen. Ja? Und es wird natürlich auch, das sieht mal danach aus, in der Zukunft so sein, dass man also, sag mal, wenn es denn weitere Menschen geben sollte, dass denen widerfährt, eben, sag mal, einfach mal geboren zu werden. Ja? Und so kann man natürlich gerade das Gegenteil auch anführen, eben sterben zu müssen. Ja? Auch das widerfährt wohl jedem. Jedem widerfährt, dass er mit der Zeit älter wird und dass er eben irgendwann wieder abdanken muss. Ja? So, also, da sind schon gewisse vielleicht Kontraste mit aufgetaucht. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Das Gegenteil, wie gesagt, hat man ja gesagt, zu widerfahren ist als mehr so einen passiven Teil. Ja? Das ist ja nun der positive Teil, wenn man das so sagen will, eben das Handeln, das Aktiv. Und jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Sagen wir mal, ich bin also ein Tennisspieler und dann habe ich Aufschlag. Das heißt, ich nehme meinen Schläger und hau auf den Ball, dass der also über das Netz fliegt. Ja? Und jetzt will ich Folgendes sagen, dass erst einmal, natürlich dieser Aufschlag widerfährt eben dem Gegner. Ja? Er erleidet den, wohin der fliegt. Ja? Und im Übrigen kann das dann sein, dass der so dorthin fliegt, dass der Gegner ihn mit größter Wahrscheinlichkeit eben dann wieder repetieren kann, zurückschlagen kann, sodass er sich darüber freut und dieses Widerfahrnis als eben etwas Gutes erlebt, wenn man so sagen will. Oder ich verwandle dieses Ding in ein Ass, glaube ich, heißt es, ja, und der Gegner hat keine Chance, eben dieses Aufschlag denn zurückzuspielen und dann ist es für ihn ein negatives Widerfahrnis. Das war jetzt mal noch ein ganz kleiner Exkurs, nämlich kurz gesagt, wir erfahren eben nicht nur etwas, was uns widerfährt, eben als ein, sagen wir mal, negatives Erleiden, sondern natürlich auch Erfolg. Ja? Also etwas Positives, ja, auch etwas Gutes kann sozusagen uns widerfahren. Zum Beispiel, wenn ich eben diesen Aufschlag mache beim Tennis mit dem Schläger und hau drauf und treffe den also derartig gut, ja, dass der Gegner keine Chance hat, diesen Ball zurückzuspielen, dann widerfährt mir, dass mir es ganz einfach gelungen ist. Ja. Der Erfolg widerfährt mir auch. Also, Sie sehen schon, wohin ich hin will, nämlich letztendlich die Grundaussage,
dass uns mehr widerfährt, als wir normalerweise denken. Ja? Wir werden von mehr betroffen, was wir nicht willentlich hervorbringen können, sozusagen aus Eigenmächtigkeit, nach Lust und Laune, nach Gutdünken eben zu steuern. Also, und jetzt will ich noch einen Begriff dazu nehmen, nämlich den der Freiheit. Ja, Freiheit, so arg frei sind wir überhaupt gar nicht. Ja, es ist dann also gerade in diesem Kontext auch eher so, dass uns also permanent etwas widerfährt und wir allerhöchstens die Freiheit haben, darauf dann wieder zu reagieren. Ja, aber es ist ein Reagieren. Ja, jedes Agieren führt eben zu einem Widerfahrnis und man kann allerhöchstens noch eben reagieren. Ja, also wir hatten eben auch gesagt, dass eben alle unsere Widerfahrnisse eben als positiv oder negativ befunden werden, als erfreulich, uns passend oder eben als widrig, ja, befunden werden. Das kann man auch wieder in der Alltagssprache, ja, wenn man zum Beispiel, wir erleiden etwas, und bei diesem Ausdruck erleiden, da denken wir natürlich an etwas Negatives, wie wenn erleiden mit Leiden zusammenhängen würde. Ja, das ist aber gar nicht gesagt. Denn in dem Ausdruck der Alltagssprache, ich kann dich gut leiden, haben wir genau diesen Widerfahrnisaspekt drin, aber eben in positiver Version. Ich kann dich gut leiden, ja. Es geschieht mir, es widerfährt mir, dass ich ganz einfach sozusagen mich so in der Reaktion auf dich vorfinde, dass mir das erfreulich ist, mit dir zusammen zu sein. Ja, warum sage ich das? Weil wieder, um es negativ abzugrenzen, sag mal in der Tendenz doch mindestens eben das Nichtbelebte, also zum Beispiel Steine, eben nicht diesen Widerfahrnischarakter kennen. Also man könnte umgangssprachlich sagen, denen passiert etwas, aber eigentlich widerfährt ihnen nichts, ja, weil die da keine positive oder negative Reaktion haben. Und genauso ist es zum Beispiel, Achtung, jetzt wird es noch besser, angenommen, wenn man bei einer Autofahrt einen Unfall erleidet und es entsteht ein Autoschaden, ja, dann muss man sagen, dem Auto selbst ist eigentlich nichts widerfahren, ja, weil es für das Auto selbst eben nicht ein positives oder negatives Widerfahrnis gibt. Das ist allerhöchstens für den Autofahrer so. Ja, ja, insofern will ich jetzt damit zum Schluss kommen, dass ich den Begriff der Widerfahrnisse noch einmal abgrenzen möchte von Erlebnissen. Wahrscheinlich haben wir die ganze Zeit daran gedacht, dass man natürlich selbstverständlich das, was hier unter Widerfahrnis läuft, natürlich erlebt. Ja. Also wozu denn überhaupt dann diesen Begriff der Widerfahrnis, wenn man doch auch sagen könnte, es gibt eben Bewusstseinsereignisse, ja, und die schließen natürlich ein, dass man da ein Erlebnis hat, ja, positiv oder negativ. Ja, der Begriff der Widerfahrnis, der will aber eben über dieses Bewusstsein hinaus. Ja, also ich sag mal so, zum Beispiel, um es kurz zu machen, widerfährt uns der Schlaf. Ja? Schlaf natürlich gemeint, eher jetzt nicht das Einschlafen, wo man noch mit Bewusstsein vielleicht ein bisschen dabei ist, sondern eben das tatsächliche Tiefschlafen, das erlebt man ja nicht und kann es auch nicht erleben. Ja, zumindest also während des Schlafens. Es gibt da natürlich verschiedene Phasen und so weiter, aber eigentlich meine ich die Phasen, die man eben nicht erlebt, wie eben zum Beispiel der Schlaf. Ja. Und insofern will der Begriff der Widerfahrnisse über den Begriff der bewussten Erlebnisse hinausgreifen. Ja. Ja, ich will noch mal ganz kurz auf sagen wir mal hier das Generalthema, den roten Faden kommen. Es geht hier mir mit dem Begriff der Widerfahrnis eben darum, sagen wir mal, die Eingeschränktheit der menschlichen Handlungsmöglichkeiten, der menschlichen Freiheit anzusprechen. Dass wir also, ich sag's mal kurz und knackig,
weit unfreier sind, als wir uns das oft einreden. Und jetzt könnte man sagen, was macht man in Anbetracht dieser Tatsache? Ja, letztendlich, nach meinem Dafürhalten, einwilligen und akzeptieren. Ja, das vielleicht als provokative Abschlussthese. Und insofern vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute. Vielleicht mache ich bei diesem Thema nochmal weiter und bringe ein paar konkretere Beispiele, um das also wirklich in seinem Ausmaß zu untermauern, werden wir sehen. Ich darf mich herzlich bedanken und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video.